Hallo und willkommen zurück zu Vita Social News hier auf einem unserer Vita Social Media Channels. Und wir haben ja die letzten Wochen jeden Abend um 4 Uhr zu Ihnen gesprochen und heute habe ich mir gedacht, machen wir mal ein bisschen was Besonderes. Ich habe hier eine Kollegin, eine Frau, die Christina Latz. Die Christina Latz ist bei uns im Vertriebsmarketing. Und ja, was machst du eigentlich, Christina? Was ist das Vertriebsmarketing überhaupt? Das Vertriebsmarketing unterstützt unsere Händler in aller Welt bei der Bewerbung und Bekanntmachung unserer Produkte. Und wir sind so aufgestellt, dass wir in verschiedenen Regionen arbeiten. Meine Region im Moment ist Afrika, Lateinamerika und der Mittlere Osten mit Osteuropa. Das heißt also eigentlich eine ganze große Region. Ja, die ist riesig, die ist fast ja, die Hälfte der Welt. Also wenn ich das mal so sehe, und wahrscheinlich sind auch alle Regionen ein bisschen anders und haben andere Produkte, anderen Fokus oder... Ja, das kommt natürlich auch darauf an, wie die Kunden orientiert sind, welchen Ausbildungsgrad wir haben. Aber wir haben in meiner Region geht es wirklich in ganz verschiedene Richtungen. Von Südafrika bis Brasilien, von der weißesten Hochästhetik bis zur Metallkeramik. Alles. Ja, dann lassen wir uns doch mal von ihr erklären, wie man so ein Produkt, die Metallkeramik, ich schlage mal vor, die VMK Master, wie unterstützt man die oder was ist überhaupt die VMK Master? Ja, also die VMK Master ist wirklich unsere Traditionsmetallkeramik. Die gibt es ja schon seit den 60er Jahren und ist dann immer weiterentwickelt worden. Und das ist ein Produkt, das schätzen unsere Kunden, gerade auch im Mittleren Osten, Afrika, sehr. Weil es ist einfach, es ist zu bedienen oder anzuwenden. Es macht keine Probleme. Man hat diese langjährige Erfahrung und man weiß wirklich, was man an dieser Metallkeramik hat. Die VMK Master ist ja eher das traditionelle Schichtschema. Das heißt also, wenn ich gewohnt bin, nur Opak-Dentin, Dentin, Schneider zu schichten, kann ich relativ einfach auf die VMK Master umsteigen. Ja, dafür ist sie perfekt. Und nicht nur umsteigen. Es gibt Generationen, die mit dieser Keramik aufgewachsen sind und die natürlich begeistert weiter nutzen. Und wir haben ganz, ganz viele Bereiche, wo diese Keramik immer noch nachgefragt ist. Das liegt natürlich auch daran, dass das eine Region ist, wo Metallkeramik immer noch viel verwendet wird. Jetzt haben wir bei der Vita ja zwei Metallkeramiken. Das eine ist die Vita VM13 und die VMK Master. Was ist da so, ja, kurz mal eine Differenzierung, damit man das verstehen kann? Also die Vita VM13 ist unsere Keramik hauptsächlich für das Vita System 3D Master und natürlich auch für diese Tiefenwirkung. Dafür steht diese Keramik. Wir haben unser Base-Dentin, Transparent-Dentin und Schneide in der Schichtung. Das heißt, da gibt es ganz andere Wirkungen, diese 3D-Wirkung, die wir damit erzielen können. Mit der VMK Master haben wir das traditionelle Schichtschema. Wir haben Opak, wir haben Dentin und wir haben Enamel. Also das, was man im Prinzip auch von anderen Keramiken kennt, aber in einer Qualität, die wirklich überzeugend ist. Und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass, das muss man lustigerweise auch sagen, zum Beispiel das Waschopak von dem VMK Master wird von ganz vielen verwendet, auch wenn sie vielleicht dann hinterher nicht mehr so viel von der anderen Keramik nutzen. Das habe ich jetzt nicht gehört. Nein! die Sache ist, was bewirkt dieser Waschopak eigentlich? Na, ich glaube, das liegt, also zum einen liegt das daran, die wissen einfach, dass sie Qualität auf ihr Metallgerüst aufbringen, was natürlich dann hinterher die Verbindung vom Metall oder zwischen dem Metallgerüst und der Keramik verbessert. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben eine ganz tolle Farbgebung. Und ich möchte ja diese warme, goldige Farbe haben, damit ich hinterher ein schönes ästhetisches Endergebnis bekomme. Mhm. Und das leistet der Wash Opaker von der VMK Master überall. Okay, und jetzt gibt es aber noch ein Produkt, was viele dazu einsetzen, wo wir auch an der Hotline öfters Nachfragen haben.
der NP-Bond, brauche ich den überhaupt immer, wenn ich mit der Formica Master arbeite? Brauche ich den immer oder muss ich nicht? Darf ich aber? Wie sieht es da aus? Ja, also dazu muss man vielleicht erstmal über die Legierung nochmal sprechen. Was wird eigentlich verwendet? Denn wir haben ja mittlerweile nicht nur die gegossene Legierung, wir haben lasergesinterte Legierungen, wir haben Legierungen, die im Ofen gesintert werden. Also da gibt es ja mittlerweile auch eine Bandbreite. Und wir wissen alle, die langen Legierungslisten, die Vita schon seit Jahrzehnten bereitstellt, es wird immer wieder geprüft, wie die Verbindung zwischen der Legierung und der Keramik ist. Und dieser NP-Bond ist wirklich hat so eine Pufferfunktion. Das heißt, wir können bei Vita nicht alle Legierungen auf der Welt testen. Und wie ich gesagt habe, in den Ländern, in denen ich hauptsächlich unseren Handel unterstütze, tauchen immer wieder auch neue Legierungen auf, die wir gar nicht kennen. Aber mit dem NP-Bond habe ich ein Material, was ich zwischen Legierung und meine Keramik aufbringen kann, was den WAK-Wert ein bisschen abfedert, abpuffern kann und was zudem noch eine ganz tolle goldene Farbe hat. Also auch da haben wir wieder im Prinzip das, was die Kunden bei uns gesucht haben, nämlich diese tolle warme Farbe, kriegt man auch mit dem NP-Bond und man hat die zusätzliche Sicherheit, dass man eben keine Aufrisse etc. kriegt, weil man eine Legierung verwendet, die vielleicht dann doch nicht ganz so gut ist. Okay, jetzt noch ein kleiner Punkt, dann erlöse ich dich. Ästhetik mit der Formica Master. Bekomme ich die gleichen oder auch so gute ästhetische Resultate hin, wie ich vielleicht von anderen Keramiken her gewohnt bin? Also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, es ist zu wenig gesagt. Wir haben absolut exzellente ästhetische Ergebnisse. Wir haben zum Beispiel Menschen wie den Zahntechniker Marcio Breda aus Brasilien, der mit allen unseren Keramiken arbeitet, aber der eindeutig sagt, wenn er eine Metallkeramik nutzt und er braucht die höchsten ästhetischen Ergebnisse, nutzt er die Formica Master. Es ist einfach, dass wir haben unterschiedliche Ansätze und es unterstützt vielleicht auch unterschiedliche Präferenzen. Aber man kann mit der Formica Master absolut sensationelle Ergebnisse erzielen. Vielen Dank, Christina. Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Und falls Sie noch Fragen haben zur Formica Master oder auch zur Vita Form 13, schreiben Sie gerne hier in den Kommentaren. Falls Sie Fragen an Christina haben, schreiben Sie es auch hier hin. Wir werden es an Sie weiterleiten. Oder andere Fragen immer an die info@vita-zahnfabrik.de oder .com. Beide E-Mail-Adressen funktionieren. Dann werden wir so schnell wie möglich uns mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Fragen beantworten. Solange wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund und ich hoffe auf bald. Tschüss.